Hallo, ich habe euch ja im Juni zurückgelassen und heute nehme ich euch erstmal mit weiter nach Cochabamba. Da bin ich nämlich dann hingefahren. Und Cochabamba, das seht ihr hier auf der Karte, ist so eine mittelgroße Stadt und in Cochabamba lebt Jorge, der hat mich in seine Familie nämlich aufgenommen. Den hatte ich auch bei meinem Praktikum kennengelernt und hat mir so seine Stadt gezeigt. Das habe ich sehr zu schätzen gewusst. Es war wirklich toll, in einer bolivianischen Familie zu sein, Familienessen zu haben mit Verwandten und das Nachtleben mitzunehmen. Ja, vielen Dank, Jorge, dafür. Gleichzeitig war das dann aber auch ein Abschied, weil in Cocha habe ich die Italiener wieder getroffen und habe mich ab diesem Zeitpunkt quasi dem Team angeschlossen. In Bolivien habe ich noch nicht gearbeitet, das heißt, ich habe die mehr oder weniger erstmal nur begleitet. Und meine Arbeit fing dann erst in Peru an, da komme ich dann aber später zu. Das Erste, was ich mit den Italienern gemacht habe, gut, wir sind von Cochabamba wieder zurück nach La Paz gefahren und von La Paz dann aber weiter in auf der Todesstraße der Berühmten mit dem Fahrrad etwa 60 Kilometer downhill gefahren. Die Todesstraße hat daher ihren Namen, weil sie bis 2007 war sie zweispurig befahrbar. Und bis zu diesem Jahr sind immer etwa 200 Menschen, manchmal auch mehr, jährlich auf dieser Straße gestorben. Ja, durch Verkehrsunfälle, aber auch durch Erdrutsche. Diese Straße ist an manchen Stellen wirklich so eng und es geht mehrere hundert Meter weit runter, dass eigentlich fast jeder Unfall tödlich endet, weil man einfach runterfällt. Also selbst, ja, wenn man vielleicht nur ganz minimal von der Spur abkommt, dann ist man eigentlich schon nicht mehr unter uns. Seit 2007 ist das eine richtige Touristenattraktion und wir haben uns Mountainbikes ausgeliehen und sind mit den Fahrrädern darunter gefahren. Ich kann Fahrrad fahren und ich musste feststellen, dass Fahrradfahren und Mountainbiking ja nicht das gleiche ist. Ja, ihr dürft mich dafür auslachen, es ist in Ordnung. Ich habe mich danach selbst ein bisschen über die Naivität gewundert, die ich da hatte, aber gut, so bin ich manchmal eben auch. Und diese Todesstraße verbindet La Paz mit dem nördlichen Regenwald und wurde von paraguayanischen Kriegsgefangenen gebaut in den 1930er Jahren. Und die haben diese Straße mit einem Fluch belegt. Den werdet ihr gleich noch hören, was dieser Fluch ist. Und es gibt aber auch noch jetzt mittlerweile andere Straßen, die den nördlichen Amazonas-Regenwald mit La Paz verbinden. Was es dann mit diesen Straßen aber auf sich hat, werdet ihr auch gleich noch hören. Ja, ich werde euch eine Stelle vorlesen, die meine Fahrt auf der Todesstraße beschreibt. Und danach werde ich das nochmal kurz kommentieren. Die erste Dreiviertelstunde fahren wir auf einer asphaltierten Straße, die sich am schiefergrauen Berg entlangwindet. Meine Hände umgreifen krampfhaft die Bremsen. Pedale sind nicht zu gebrauchen auf dieser Strecke. Ich will nicht noch schneller werden. Meine Beine zittern vor Aufregung. Ich teste das Rad, stürze fast, weil ich die Bremse zu schnell anziehe. Ich bin ein Amateur. Stefano, der Kameramann, überholt mich als Beifahrer auf einem Motorrad. Er strahlt vor Freude, winkt mir zu. Meine Arme bleiben am Lenkrad. Ich spüre, wie die Gruppe mich mitzieht. Ich dem Bann der Geschwindigkeit nachgebe, hineingesogen werde. Das Adrenalin, vorhin noch beängstigend, beginnt gemeinsam mit dieser märchenhaft minimalistischen Landschaft meinen Geist zu verführen. Ich atme durch, hebe vorsichtig meinen Arm, winke, lächle, fahre downhill. Nun bin ich einer von ihnen, von den seltsamen Menschen, die ein solches Risiko auf sich nehmen, denen die Gefahr nicht bewusst sein kann, denn sonst würden sie dieses Wagnis nicht eingehen, werde ich später denken. Jetzt bin ich mittendrin und nur ein Gedanke beschäftigt mich, verlangt angestrengte Konzentration. Ich muss mein Gleichgewicht halten. Kurz vor einem Tunnel verlassen wir den Asphalt.
Der ebene Untergrund wird zu matschigem, morastigem Geröllsumpf. Samtgrünes, tückisches Gestrüpp wuchert auf wenigen Zentimetern über den Schlund und täuscht einen üppigen Wegesrand vor. Gesteinsbrocken und Schlaglöcher aller Größen verformen die Schotterpiste, und ich werde gewahr, wie die Steine unter dem Reifen weggleiten, wegspringen, das Lenkrad zum Schlingern bringen. Meine Handschuhe verwachsen mit dem Lenker. Ich spüre die Vibration der Straße, die sich sträubt, befahren zu werden. Es kribbelt und brennt in meinen Knöcheln, leichte Krämpfe durchziehen meine Unterarme, leise Verzweiflung rollt herbei. Ich frage mich, wie lange ich diese Anspannung aushalten muss. Es ist ein Straßenkampf. Die Straße will nicht dienen für das, was ihr Wesen ist, es den Menschen möglichst schwer machen, die Funktion ihres Daseins zu nutzen. Vielleicht ist es ein Fluch, den ihr ihre geknechteten Erbauer, die paraguayanischen Kriegsgefangenen, mitgaben. Es heißt, dass viele von ihnen während des Baus freiwillig in den Tod sprangen und schworen, dass für jeden toten Gefangenen 1000 Menschen auf dieser Straße sterben würden. Der Geist der Vergangenheit liegt auf der Straße. An der Stelle will ich kurz einhaken, weil es ist mir gerade eingefallen. Ich habe nämlich in La Paz mit einer Frau zusammengearbeitet, die war oder konnte so gut klettern, dass sie dafür eingestellt wurde, die Touristen oder die Menschen zu bergen, die auch von dieser Straße fallen und in den Abgrund stürzen. Und ja, was die so erzählt hat, das war auch schon ganz schön krass. Also es heißt auch, dass wohl so 1 bis 2 Mal im Monat wurde sie gerufen, um eben die Leute zu suchen. Manchmal hat sie sie auch einfach nicht gefunden. Und wenn sie sie gefunden hat, dann oftmals natürlich tot. Immer wieder erscheinen Mahnmale, Erinnerungen an die Toten, in Felsen gehauen, den Abgrund säumend. Ich halte vor einem Gedenkkreuz an. Der Nebel dahinter verhüllt die Schlucht, eine Schlucht des Vergessens. Hier stürzt ein Menschenkörper mehrere hundert Meter tief. Die Suche nach Überlebenden ist sinnlos, auch wenn der Kopf hoffen will. Vor 5 Monaten warf die Straße Ingemar Christian Tikona in die Tiefen. Sein Name steht auf rostigem Metall. Ruhe in Frieden. Verwirrt trinke ich einen Schluck Wasser und steige wieder auf das Fahrrad, ganz langsam. Eine Steinwand ragt jetzt senkrecht über unseren Köpfen empor. Farne und Moose bedecken die im Dunst liegenden Abhänge. Kleine Rinnsal fließen über den Weg und bilden Furchen, längliche Muster im Schlamm, famose Bedingung für Erdrutsche. Ein Schild taucht auf, das aufgrund der Steinschläge empfiehlt, auf dieser vielleicht 2 Meter breiten Straße weiter links am Abgrund zu fahren. Ich ignoriere den Hinweis, ein Steinschlag erscheint mir unwahrscheinlicher als ein Absturz in die Tiefe. Dieses Gefühl, die Angst vorm Fallen, kann ich nicht abschütteln. Ruhe in Frieden, Ingemar. Er bleibt in meinem Kopf. Ein Name von Tausenden, einer in der Statistik. Sein Kreuz trägt zur Mystik, zur Geschichte der Straße bei. Die gräulichen Dunstschwaden werden dichter. Wir haben längst den Nebelwald erreicht, sind eingehüllt auf dieser Straße, einer Narbe im Berg. Warmer, feuchter Wind strömt mir aus dem Tal entgegen. Die Piste wird immer matschiger, rutschiger. Enge Kurven krümmen sich, stauchen sich zusammen. Wasser stürzt vor mir aus der Wand. Die Straße wird zum Fluss. Ich fahre durch den Wasserfall hindurch, das Prasseln auf dem Helm, die Nässe im Nacken, Schlammspritzer im Gesicht, der Rhythmus der Fahrt macht mich ruhig. So ist es nun. Ich bin hier. Ich muss hinab ins Tal. Dann endlich wird die Straße einen Hauch breiter, ein Aussichtspunkt. Die Berghänge werden seichter, von tropischer Vegetation ummantelt, treffen sie sich in weichen Wellen am Fluss, der durch ihr Tal fließt. Eine Familie verkauft Wasser. Mädchen wollen spielen. Die Anspannung fällt langsam ab. Das schlimmste Stück liegt hinter uns. Der Rest der Strecke hat ein schwächeres Gefälle. Ich kann die Tour endlich genießen. Als wir das Ziel erreichen, klatschen wir ab. Die letzte Stunde hat mir den versprochenen Spaß bereitet. Und ich bin erstaunt, wie schnell ich die Angst und Ingemar vergessen kann. Hier unten ist es warm. Es blüht, es fliegt und zirpt. Es gibt keine Abhänge oder Abgründe. Der Morgen scheint eine Ewigkeit her zu sein. Nur die Schmerzen an Schienbeinen und Armen, die die Last meines Gewichtes aushalten mussten, sind noch da. Doch auch sie werden vergehen.
Ja, das war dieses Stück jetzt, auf dem ich auf dieser Todesstraße gefahren bin. Und es ist schon seltsam, weil die Empfindung, die man hat, also die permanente Anspannung, dass man fallen könnte. Ich habe ja jetzt schon erwähnt, dass ich keine gute Mountainbikerin bin. Ja, und dass man da trotzdem jetzt irgendwie runter muss und es eigentlich auch keinen anderen Weg gibt, als runterzufahren. Das ist schon ein komisches Gefühl. Und dann am Ende merkt man plötzlich trotzdem, man fährt übrigens auch ja über mehrere tausend Meter bergab, durch diese warme, blühende, grüne Welt, dass alles wieder leichter wird und man eigentlich die ganzen Schicksale vergisst und die Toten auch. Und am Ende der Tour haben wir ein T-Shirt bekommen. Ich habe das hier mal rausgesucht, ich zeige euch das mal. Ich finde das nämlich sehr seltsam und doch habe ich es noch behalten. Also vielleicht auch ein bisschen komisch. Aber so sieht das aus. Hier steht Death Road Survivor. Okay, ich habe die Todesstraße überlebt, aber eigentlich sollte das Überleben ja eine Selbstverständlichkeit sein und nichts, worauf man jetzt stolz sein kann oder ja, irgendwie ein T-Shirt für braucht. Und in der Nacht sind wir dann auf dieser Umgehungsstraße, die ich eingangs schon mal erwähnt habe, wieder oder weitergefahren nach Karanavi, weil für uns ging es dann später tiefer in den Dschungel rein. Und auf dieser Umgehungsstraße ist mir bewusst geworden, dass gefühlt sämtliche Straßen Todesstraßen sind. Die Abgründe, die am Rand der Straßen sind, die sind so tief und permanent geschehen Unfälle. Das weiß man nur nicht, weil man immer nur von dieser besonderen Todesstraße hört. Ja, dass man eigentlich ein bisschen demütiger, glaube ich, werden sollte als Tourist auch. Also klar, mir hat das jetzt auch Spaß gemacht. Ich habe es mir auch selbst ausgesucht und trotzdem denke ich im Nachhinein, dass das schon ein wenig respektlos war, was wir da gemacht haben gegenüber der lokalen Bevölkerung, die jeden Tag dafür betet, dass sie auf diesen Straßen des Landes nicht verunglücken. Respektlos ist jetzt auch ein großes Wort, vielleicht ist das zu viel gesagt, aber man sollte sich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen. Ja, und das wollte ich eigentlich nochmal sagen. Ihr seht ja auch, oder ja, ihr seht die Bilder, die nachts dort geherrscht haben, also wirklich unfassbar viele Fahrzeuge, die in einer Schlange stehen, die warten, und die sich aneinander vorbeischieben, oder geht es um Zentimeter, ob man da jetzt abrutscht oder nicht? Und ja, also eine ganz andere Welt, eine ganz andere Lebensrealität, die man da hat. Ja, es geht jetzt demnächst weiter. Ich habe vorhin schon gesagt, in den Dschungel. Und dann später auch zur Grenze und drüber nach Peru. Das erzähle ich euch aber beim nächsten Mal. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und tschüss.